Ich bin der Raste im Spiel The Talos Principle. Unschwer zu erkennen bin ich im Tower in der 5. Etage. Und muss hier natürlich auch erstmal das Puzzle lösen, bevor ich durch die Tür kann. Oben anfangen hat mir bisher immer Glück gebracht, beziehungsweise war bisher immer gut. Machen wir doch einfach auch mal. So kriegen wir die Fläche schön klein. Ja, weiter geht's. Das dürfte eigentlich recht gut passen. Wenn ich das so herum mache. Die beiden hier hineinlegen. Und der Rest sollte auch passen. Okay, das war's mit der Tür. Es kann weitergehen. Um die Zeitkapsel kümmere ich mich später. Hier geht's erstmal los mit dem Rätsel. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir dieses Rätsel hier auch machen. Ich habe hier lange, lange gesessen, habe es einmal geschafft. Ich hoffe, ich kann diesen Erfolg auch wiederholen. Werden wir selbstverständlich dabei auch spielen, um das Video nicht allzu lang zu halten. So, du musst erstmal da eingesperrt werden. Dann baue ich die Kiste hier drauf. Und natürlich auch den Störsender. Da oben erstmal vorbei. Ja, so steht das gut. Prima. So, weiter geht's. Jetzt musste ich den abmontieren, damit ich hier dran komme. Das musste weg, damit ich den erstmal dort unten ablege. Und Störsender schnappen. Kiste. Die Kiste kann gleich hier drauf, hier brauchen wir sie nämlich. Der kann sofort hier dran gebaut werden. Jetzt brauche ich einmal den deaktivieren. Hilft schon alles nichts. Und ich brauche den Ventilator wieder. Wenn ich das habe, kann ich den Störsender wieder entfernen. Und erstmal hier in die Ecke stellen. Das ist sogar ganz gut, denke ich. Nun kann es weitergehen. Nun müssen wir einmal den Dicken herauslassen. Und wenn er draußen ist, muss der Ventilator wieder auf. Das funktioniert zum Glück recht gut. Und nun müssen wir wieder... Ach, ich muss ja da wieder vorbei. Den stören. Ja. Um den erst einmal abzubauen. Hätten wir uns diesen einen Schritt eigentlich noch sparen können. Denn der kommt jetzt hier drauf. Und ich stelle mich auf die Platte. Der Dicke ist jetzt nach oben geflogen. Hängt jetzt dort in der Ecke fest. Und ich muss erstmal zusehen, dass ich hier wieder vernünftig reinkomme. Okay. Nun wird der Dicke totgelegt. Ah. Das ist jetzt drauf. Okay. Den müssen wir wieder wegnehmen.
von. Dass wir dich gar nicht beeindrucken wollen. Das gibt ja Moral. Das ist jetzt hoch unfair. Da ist er. Zack, erledigt. Okay. Also, weiter geht's. Wir brauchen jetzt zwei Ventilatoren. Ja, ja, ich hab... Mein... Und Nummer 2. Was rede ich denn da? Ich brauche nur einen Ventilator. Ich brauche den Störsender in der Hand. Entschuldigung mit dem Ventilator. So, den brauchen wir hier oben. Und jetzt brauchen wir den Doppelgänger. Einmal den Doppelgänger starten. Mit dem Doppelgänger die Lichtwand aufmachen. Mit meinem Charakter kann ich die zweite Lichtwand aufmachen. Das ist auch noch schön. Da also offen. Ich mache die zweite auf, kann durchgehen und der Level ist geschafft. Die Ebene ist geschafft. Das heißt also, wir können jetzt hier ins Freie. Was hast du getan? Warum hast du den Turm bestiegen? Warum hast du meinen Glauben in dich zurückgewiesen? Ja, das war's jetzt soweit. Alles Weitere folgt im nächsten Video.